Moin zusammen, willkommen zurück bei Modern Warfare 3. Mein Name ist Mo, Spiel fortsetzen, der 16. Part. Und wir stoßen vor. Fuck. Metal 01, wie ist Ihr Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Sie lebt auf jeden Fall noch. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Sie will etwas sagen. Er pennt schon wieder. Ach so. Rettung. Okay, das klappt nicht. Scheiße, sie bringen ihn weg. Seilen. Haben die sich auch abgeseilt? Oder wie sind die so schnell hier runter? Alter, der Präsident wird nicht auch noch drauf gehen. Mich irgendwie gerade gar nicht mehr zurecht. Ich habe einen hier nach. Von hinten vielleicht irgendwie rein? Nein! Ja. Ein Fehler. Zu spät gesehen, leider. Und es geht abwärts. Wenn das mal nicht brillant war jetzt, dann weiß ich echt auch nicht mehr. Nichts wie raus. Jetzt wieder zurück oder was? Ach, Position halten sollen wir, okay. Ah, hier ist so ein MG, wieso nehme ich die denn nicht? War jetzt so nicht die beste MG, aber sie macht ihren Job. Ja, einen Moment noch, sieh mal zu da. Hinten ist auch noch einer. Da haben wir wieder da ein paar. Okay, abhauen. Wir schützen den Präsident. Du hast mich doch hier als Verräter abgestempelt, oder? Truck wird sterben. Oder? Wir machen das zusammen! Schnapp dir den Raketenwerfer! Truck, sicher die rechte Seite! Direkt hinter mir bleiben!
Du Heilige. Richtig epic hier. Meine Blutspur hier. Habe ich keine Beine mehr oder was? Fuck. Wieder einer tot. Beziehungsweise unser restliches Team da unten. Oh Gott, dass in Call of Duty immer alle verrecken müssen. Jupp. Oh ja klar, Makarov entkommt wieder und Sandman und Co. stirbt. On this historic day, the representatives of two great nations stand before you united. There's a simplicity to war. Attacking is the only thing we dare, and the world yields. A chapter in which we pursue peace. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Who's this? Makarov. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish? Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Da musst du nicht lang suchen, wir kommen nämlich zu dir. Oh, jetzt spiel ich Price. Das ist ja auch mal krass. Ich höre, dass uns diese Panzerung schützt. Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein arabischer Staub zu Staub. Und ich spiele Captain Price. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingekriegt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Oh, die schwere, extrem schwere Bombe. Ach du Kacke, was haben wir hier eigentlich für Dinger an, ey? Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Hohoho. Ziemlich heftige, krasse Panzeranzüge. Mal kurz nachladen. Makarov hat als Berühmt eine kleine Armee. Das hilft ihm nicht. Die letzte Hecke, damit er nicht weg kann. Bin dabei. Oh, das ist auf jeden Fall hier schon mal eine Insel. Das ist New York. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Insel. Er kann hier also schlecht weg. Außer natürlich mit Heli oder Boot. Nein, niemals nachlassen. Muss mal kurz wieder nachladen. Ich geh mal links rum. Oh Gott. Rechte Seite, ich linke. Na, die Anzüge sind schon ganz schön krass. Die Rolltreppe rauf! Nikolai, wir brauchen diese Lifte! Ich habe es gleich.
Ja, warte. Mal kurz nachladen, wer weiß, was hier gleich so alles kommt. Geiseln, okay. Oh man, ein Glaslift. Mal gucken, was hier gleich kommt. Heli oder so. Schnell kurz nachladen. Ach du Kacke, was ist denn jetzt passiert? Unsere Panzerung ist Schrott! Super. Nikolai, wir brauchen einen anderen Lied! Verstanden! Du Scheiße, sieh zu da mit deinem Lift. Bin ich. Makaros Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Okay, dann mache ich hier nochmal kurz einen Schnitt und vielleicht mit ganz viel Glück und keine Ahnung, schaffen wir im nächsten Part Makarov. Dann machen wir ihn endlich Matsch. Bis dann, ja, tschüss.